Den Ford Tourneo Custom haben wir euch schon gezeigt, keine Frage, aber jetzt müssen wir ihn euch doch nochmal zeigen, denn es gibt eine Besonderheit, ja, die hier neben uns steht. Ihr seht es natürlich auch schon leicht hier. Was bedeutet immer, wenn wir hier so eine Klappe haben, da kann man irgendwas reinstecken, und zwar das Ladekabel. Ja. Hier steht also der Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid neben uns. Wir diskutieren in dem Video aber, ob es wirklich ein Plug-in-Hybrid ist oder ob es nicht wirklich ein Elektroauto ist. Dazu später mehr. Wir schauen uns natürlich trotzdem ganz allgemein den Tourneo nochmal an. Ja, für die, wo das andere Video nicht gesehen haben, ein paar Informationen normal dazu. Und das werden wir heute machen. Wir sitzen auch rein, ja, schauen uns das Platzangebot da drin an mit der Batterie. Und wir fahren den natürlich auch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive aus dem Schwarzwald mit dem Ford Tourneo Custom Plug-in-Hybrid. Spaß. Ja, wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren und natürlich auch die Glocke drücken, weil dann verpasst ihr es nicht mehr, wenn wir neue Videos hochladen, wie über den Tourneo Plug-in Hybrid. Der Tourneo allgemein startet nämlich bei 42.838 Euro. Der Plug-in-Variante, haltet euch fest, startet bei stolzen 70.000 und ein bisschen was, also knapp 71.000. Und der normale startet dann in der Ausstellungslinie Trend, dann kommt Titanium. Und dann kommt Active, dann kommt Sport und dann kommt Titanium X. Ja. Und wir haben jetzt hier ein Titanium stehen. Beim Plug-in-Hybrid gibt es nicht alle Ausstattungslinien, da geht es schon mit dem Titanium los. Ja. Deswegen haben wir auch gleichzeitig ein bisschen mehr Ausstattungsvolumen. Je höher ihr da geht, ist ja ganz klar, ist bei jedem Hersteller so. Was jetzt neu ist, was wir beim alten noch nicht gesagt haben, ist, dass eine Ausstattungslinie Active dazu kommt. Wer Ford schon länger schaut oder auch uns schon länger schaut, weiß, Active ist so ein bisschen die Offroad-Variante des Fahrzeugs. Gibt es beim Fiesta, gibt es beim Focus. Ein paar Kunststoffbeplankungen und so weiter und schwarzer Kühlergrill, das ist natürlich dann bei dem hier auch so. Genau, diese Ausstattungslinien gibt es also. Starten wir aber jetzt wie immer hier an der Front. Erstmal was zum Scheinwerfer. Beim Tourneo ist es so, serienmäßig Halogen. Optional kann man dann upgraden auf Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Das Tagfahrlicht seht ihr jetzt hier gerade auch. Blinker und so weiter sind aber noch in Birnchentechnik. Habt ihr jetzt auch im Detail gesehen. Alles, was zum Laden oder beziehungsweise hier mit dem Anschluss zu tun hat, später. Jetzt geht es erstmal ums Design. Dann haben wir hier natürlich den typischen Ford Transit Tourneo Kühlergrill. Ja, der ist etwas größer, viel mit Chrom. Außer natürlich in der Sport- und Active-Variante, da ist er dann schwarz. Großes Ford-Logo. Und ansonsten ist es ein sehr cleanes Heck, da passiert nicht viel. Ein paar Lufteinlässe haben wir noch, ja. Aber es ist halt einfach ein Van und ich finde ihn aber trotzdem gut gezeichnet. Ja. Also es ist kein Van, wo man sagt, den würde ich mir jetzt nicht kaufen, sondern der sieht wirklich für einen Van noch ganz cool aus. Haben wir trotzdem ein paar Ecken und Kanten, die man dann von vorn wiederum erkennt, dass man gleich sieht, aha, also ohne das Logo, wenn man das jetzt weg wäre, würde man trotzdem, denke ich, erkennen, dass es ein Ford ist. Könnt aber trotzdem schon mal drunter schreiben, was ihr zum Design des Ford Tourneo Customs sagt. An der Seite können wir euch sagen, dass der Radstand bei uns 4,97 Meter ist und bei L2 5,34 Meter. Was bedeutet das? Der Radstand ist natürlich etwas länger beim L2 und damit habt ihr auch ein etwas längeres Auto. Wir haben jetzt, wie gesagt, die kürzere Variante. Optional könntet ihr aber auch noch den Shuttlebus dazu wählen und die Ausstattung. Ja, das hat dann aber auch mehr mit den Sitzen noch zu tun. Bis zu 9 Sitze könnt ihr hier beim Tourneo Custom dann dazu buchen. Aber jetzt wieder was allgemein zum Tourneo. Ihr könnt bei allen Varianten hinten noch eine Luftfederung dazu bestellen für die Hinterachse. Ist einfach komfortabler. Wer das vom Pkw kennt, weiß, von was ich rede. Gerade wenn man auch beladen hat, dann bleibt es immer gleich. Und coole Sache. Was die Bereifung vorne und auch hinten angeht, 16 Zoll startet es, bis zu 17 Zoll kann man upgraden. Wir haben jetzt hier die 16 Zoll Bereifung. Das Farbspektrum bewegt sich auf 10 Farben. Wir haben jetzt das Obsidian Schwarz. Es gibt aber auch noch, wenn ihr eine aufregendere Farbe wollt, Orange oder auch ein Blau, das wir auch schon von Ford kennen. Aber die üppigen Farben wie Weiß, Schwarz und Grau, die gibt es natürlich von den Tourneo Custom auch.
Noch was zu unserer Variante, ist zum Plug-in-Hybrid. Wir haben hier eigentlich keine Einbußen, was das Platz in der Fahrgastzelle angeht und aber auch im Kofferraum, denn die Batterie liegt unten am Boden und nimmt somit keinen Platz beim Tourneo weg. Dann sprechen wir natürlich auch über das Heck. Erstmal über das Design, das ist aber eher schnell erledigt, denn es geht, wie man es von einem Van kennt, glatt runter. Braucht man nicht viel zu erzählen. Rückleuchten hat das Fahrzeug natürlich auch. Die werden dann hier unten breiter, noch mit Birnchentechnik hier, aber ist vertretbar, ja, in dieser Fahrzeugklasse. Wenn man natürlich wieder den Preis vom Plug-in-Hybrid sieht, ist es dann fast schon wieder nicht vertretbar, aber der Basis Tourneo Custom, der wäre das vertretbar. Hier steht das auch nochmal, Rückfahrkamera außenstehend. Immer ein bisschen ein Kritikpunkt, ja, und ich sage es jetzt einmal dazu, die Leute, die das erst nicht wahrgenommen haben und dann aber ein Auto gekauft haben, wo das so ist, haben danach mir schon Nachrichten geschickt und auch aus dem privaten Umfeld mir dann zukommen lassen, dass das tatsächlich ein Kritikpunkt ist. Weil nachts, wenn das dann auch noch verdreckt ist, sieht man einfach nicht mehr so gut raus. Auch mit Düse ist das nicht perfekt. Immer schöner, wenn es einfährt. So, das war mein übliches Gemotze hinten, das sage ich ja immer. Dann sprechen wir noch mal kurz an, dass hier auch Plug-in-Hybrid steht. Ja. Also wenn ihr dann vom Einkaufen irgendwie was einladet, dann könnt ihr da noch mal lesen. Richtig, richtig. Ich fahre ja hier ein Plug-in-Hybrid. Und dann mache ich mal dieses Tor hier auf und erzähle euch, dass das Kofferraumvolumen hier bei 1115 bis maximal 1900 Liter liegt. Und scheinbar gibt es auch keine Einbußen beim Plug-in-Hybrid, weil eben die Batterie unten liegt. Jetzt sieht es aber mit dem, ich setze mich da mal kurz hin. Oder ich lasse es kurz, damit ihr da auch weiterhin noch was seht. Ich habe nämlich noch was vergessen. Und zwar, wie ihr seht, könnt ihr da auch mal was durchladen und müssen nicht jedes Mal die Bänke irgendwie aus- oder einbauen. Und ihr könnt auch einfach mal bequem was durchladen. Eine Bierbank müsste da eigentlich bequem durchpassen, dass ihr zum Grillabend zu euren Freunden mit einer Bierbank kommt. Ja, ihr bringt nicht nur euer Bier mit, sondern ihr bringt auch gleich eure Bierbank mit. Gut, das andere ist jetzt die Anhängelast. Da habe ich ja beim alten Tourneo, und da möchte ich auch nochmal auf das Video dann vielleicht verweisen. Wir haben den Tourneo Custom jetzt schon vorgestellt mit der Baureihe. Da habe ich euch alle Anhängelasten einzeln, ja, erklärt, weil beim Tourneo ist es so, jeder Motor eine andere Anhängelast und dann auch nochmal unterschiedlich Automatik oder nicht. Ich sage euch jetzt einfach 750 Kilo ungebremst, das ist bei allen so, aber bis maximal 2100 Kilo könnt ihr beim Tourneo Custom ziehen. Wenn ihr wirklich wissen wollt, bei welchem Motor welche Anhängelast gilt, gerne nochmal unser anderes Tourneo Custom Video anschauen in der Suchleiste bei unserem Kanal. Tourneo Custom eingeben, findet ihr das. Sonst verlinke ich es auch nochmal unten. Jetzt aber, was ich noch dazu sagen wollte bei den Anhängelasten. In der Broschüre, Preisliste von offizieller Vorzeite, steht der Tourneo Hybrid auch schon drin. Der Plug-in Hybrid. Wird auch bei den Motoren und überall angesprochen. Allerdings wird er nur beim Verbrauch angesprochen. Also weder die Beschleunigungsdaten, die habe ich also auch nicht für euch. Und ich habe auch nicht die Anhängelast davon, weil da gibt es diese Anhängelastliste, sind alle Motoren drin, der wird sogar auch aufgelistet, nur steht da dann eben nichts. Ne? Also ich weiß nicht, ob der eben auch die vollen 2100 Kilo ziehen kann oder nur auf die 750 Kilo begrenzt ist. Das müssten wir dann nachreichen, also wenn euch das speziell interessiert, auch nochmal gerne in den Kommentaren. Vielleicht wissen wir es dann zu einem späteren Zeitpunkt. Sprechen wir über die Motorenpalette, die es beim Transit, nicht beim Transit, beim Tourneo Custom gibt. Sind in der Regel alles Dieselmotoren, 105 PS, gibt 130 PS, 170 PS und 185 PS. Das sind die regulären Motoren, die es gibt, Dieselmotoren. Wir haben jetzt hier aber ja den Plug-in. Da haben wir auch einen Motor drin, einen 1 Liter Dreizylinder Motor, der aber wie gesagt nur, oder ich habe es noch gar nicht gesagt, das erkläre ich jetzt, der nur dazu da ist, die Batterie wieder aufzuladen. Also ihr könnt, das ist ja ein Frontantrieb, nicht mit dem Verbrennermotor das Fahrzeug bewegen. Also wenn ihr das Fahrzeug bewegt, immer elektrisch. Wir haben jetzt so eine, also die, was zum Thema Reichweite, das geht es dann beim Aufladen dazu, ja, wie schnell man aufladen kann und wie die Reichweite ist. Dazu, das will ich jetzt hier noch nicht verraten. Nur so viel dazu, wir haben 126 PS, ja, und der Motor, der Benzinmotor hier, der ist wirklich nur zum die Batterie aufladen da. Also als Reichweitenverlängerer, ja, nennt man das auch. Das Fahrzeug wird aber immer rein elektrisch bewegt. Man hört den, das werdet ihr auch beim Fahreindruck merken, den Verbrenner immer mal wieder, ja, dass man das Gefühl hat, ach so, ja, jetzt hat er den Verbrenner zugeschalten. Er schält ihn ja quasi auch zu, aber er lädt damit nur die Batterie. Angetrieben wird das Ding hier aber immer nur mit dem Elektromotor. Höchstgeschwindigkeit liegt bei unserem bei 120 km/h. Da hört das Ganze halt einfach auf wegen zur Schonung der Batterie, des Elektromotors und so weiter.
Kann auch als Generator genutzt werden, um wieder aufzuladen. Ja, wir haben auch verschiedene EV-Modi, das gibt es bei Ford ja auch. EV jetzt, später, laden, ja, dass wir quasi dann immer sagen können, ja, lad die Batterie oder ja, heb es mir für später auf oder ich nutze es jetzt. Ja, das gibt es ja natürlich alles weiterhin. Und ja, so sieht's aus. Eine 0 auf 100 Daten haben wir für euch, wie gesagt, nicht. Gibt es bei Ford offiziell nicht, auch bei allen anderen. Das heißt, das können wir noch nicht hier sagen. Ist vielleicht noch zu neu, ich weiß es nicht, aber gibt es noch nicht. Reichen wir auch nach, wenn wir das dann wissen. Könnt ihr auch nochmal drunter fragen, wenn es euch danach ist. Ich weiß ja nicht, wenn ihr das Video dann anschaut. Dann sprechen wir ein bisschen übers Aufladen und natürlich hier, was geht hier überhaupt ab. 13,6 Kilowattstunden habt ihr die Kapazität der Batterie. 17,4 Kilowattstunden ist der Verbrauch auf 100 Kilometern. Der Benzinverbrauch, ja, ihr verbraucht ja auch Benzin, wenn das aufgeladen wird, ist jetzt mal mit 3 Liter angegeben. Das ist natürlich aber auch so gerechnet, wenn ihr da mit Batterie fahrt und das nur so aufladet. Wenn ihr den richtig permanent aufladet, dann landet er schon auch mal bei 8 bis 10 Liter, weil das ja doch auch Benzin kostet. Also wenn er komplett leer ist und er richtig arbeiten muss, ja, dann steigt natürlich auch der Benzinverbrauch. Das andere Ding ist, ihr könnt ihn natürlich auch hier aufladen, also angegeben ist er mit einer Reichweite von ca. 56 Kilometer, wenn euch das irgendwie ausreicht tagtäglich und dafür, aber das sprechen wir auch im Fazit nochmal drüber, ist er eigentlich auch gemacht, dann müsst ihr mit dem Verbrenner gar nicht aufladen. Ja. Und dann könnt ihr den immer hier einstecken, wenn euch die 56 Kilometer am Tag reichen, an der Haushaltssteckdose sind es 4,3 Stunden und an der Ladestation ja, sind es ca. 2,7 Stunden, wo das Teil dann aufgeladen ist. Und ja, trinkt man mal einen flotten Kaffee, der etwas länger geht. Ja, und dann ist das Ding auch wieder aufgeladen. So Freunde, jetzt gehen wir natürlich in den Innenraum. Wir zeigen euch natürlich alles, was hinten reingeht, also wie viele Personen und so weiter. Und aber zuerst steige ich vorne ein, ganz normal. Dann starten wir beim Innenraum immer hier beim Sitz. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier einen Stoffsitz. Es gibt natürlich aber auch Ledersitze, falls ihr das wollt, für den Tourneo Custom. Ich finde, sie bieten einen guten Sitzkomfort. Wir hatten ja beim anderen den Ledersitz, den fand ich auch nicht schlecht. Und der Stoffsitz macht aber auch seine Arbeit gut. Ich würde wahrscheinlich den Ledersitz nehmen, weiß ich nicht. Der war noch ein Ticken gemütlicher, ja, gerade auf langen Strecken. Ein bisschen Seitenhalt bietet er tatsächlich auch, wobei man das bei dem Fahrzeug eigentlich nicht braucht. Man lässt es weder sportlich angehen, allgemein mit dem Tourneo Custom, ja, aber gerade auch beim Hybrid, noch geht man damit ins Gelände. Von dem her braucht man das eigentlich nicht groß. Ja. Ansonsten komme ich dann auch gleich mal zu euch rein, um euch dann den restlichen Innenraum zu zeigen vom Tourneo Custom. Ja. Und da sprechen wir natürlich immer erstmal über die Materialien. Was ich ganz gerne jetzt aber zuerst mache, ist vielleicht, oder wir verknüpfen das beide, genau. Ablagefächer und Materialien verknüpfen wir einfach kurz miteinander, damit wir das beides abgelegt haben. Starten wir gleich mal hier oben. Hier ist ein Ablagefach, da geht es auch weit rein, also meine Hand passt da komplett rein. Da ist auch gummiert unten, ja, das heißt, da könnte man sogar auch sein Smartphone ablegen, ohne dass man Angst haben müsste, dass es irgendwie rumrutscht. Also da haben wir schon mal das erste Fach. Dann haben wir hier wo normalerweise der Griff zum Halten ist, nochmal so ein kleines Fach. Das ist auch mit Stoff ausgestattet, dass man vielleicht auch seine Sonnenbrille oder andere Brille oder sowas einfach da reinlegen kann. Und dann gehen wir gleich hier zur Tür. Die Materialien sind hier weich, ja, das ist also unterschäumt. Dann hier ist natürlich dann alles Hartkunststoff, das ist aber, ja, es ist ja trotzdem eigentlich noch ein Nutzfahrzeug, das ist einfach Hartkunststoff. Wir haben aber auch hier, ich weiß nicht, wie gut ihr das seht, aber könnt ihr auch nachher drüben bei eurer Tür nochmal sehen, wir haben hier oben noch zwei kleine Ablagefächer und unten dann natürlich dann ein riesen Ablagefach in der Tür. Des Weiteren habe ich hier einen Cupholder, kann dann noch eine Flasche oder einen Becher reinstellen, auch dieses gummiert. Und hier unten habe ich auch nochmal ein größeres Fach zum eine Flasche einlegen. Also da habe ich auf jeden Fall schon mal viele Möglichkeiten. Was die Materialien angeht, haben wir dann hier das Dashboard auch unterschäumt. Das ist auch etwas weicheres Material. Ja. Und dann haben wir hier natürlich auch
Ein großes Ablagefach, wo nochmal was reingeht. USB-Anschluss auch nochmal und ein 12-Volt-Anschluss. Ja, dann könnte man vielleicht hier das Navi irgendwie anschließen, wenn man das hier nicht nutzen möchte oder das auch nicht hat. Dann haben wir hier drunter auch nochmal ein Ablagefach. Das ist auch nochmal hier gummiert. Auch da kann man dann nochmal das ein oder andere ablegen. Genau. Das war es also schon mal zu den Ablagefächern. Gehen wir weiter mit den Materialien. Hier, das ist auch, ja, ist ganz schwer zu sagen, aber das ist dann doch eher wieder härteres Material. Ja, ihr hört es ja auch schon. Das hier ist so eine Zierleiste, aber auch hartes Material. Und das hier ist natürlich dann sowieso auch harter Kunststoff. Wenn wir dann noch bei dem Ablagefächern bleiben, haben wir hier natürlich noch ein kleines und zwei Cupholder auch hier nochmal. Also wir können hier ohne Ende trinken in dem Fahrzeug. Ja. Dann haben wir natürlich das Handschuhfach und dann seht ihr es jetzt auch eben gerade da drüben. Das habe ich auf meiner Seite auch, den Cupholder oben und dann natürlich auch unten. Und somit haben wir hier eben ein sehr, sehr geräumiges Fahrzeug, in dem wir hier sehr viel verstauen können, sehr viel trinken können und alles ablegen können. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, mir hier eine Armlehne zu zaubern. Die kann ich in verschiedenen Stufen abstellen. Ja, also kann dann mein Arm auch schräg ablegen. Und was halt ganz gut ist, ist, dass wir zwei haben. Also der Beifahrer hat das Ganze auch nochmal. Da kommt man sich auf jeden Fall nicht in die Quere. Und dann starten wir oder machen weiter mit dem Lenkrad. Das ist das ganz normale Ford-Lenkrad, das wir von den aktuellen Ford-Modellen, auch von den PKWs kennen. Ja, ich kann hier den Tempomaten einschalten, ich kann hier lauter leiser machen, ich kann die Sprachsteuerung bedienen hier, ich kann hier mich im Menü durchscrollen, den nächsten Titel wählen, Telefonate annehmen und ablehnen. Also ich kann hier eigentlich alles vom Lenkrad aus steuern. Ja. Und gibt es eigentlich so nicht viel groß zu sagen. Beim letzten Tourneo haben wir natürlich dann noch gesagt, dass wir das analoge Tacho haben. Ja, und das haben wir jetzt auch natürlich weiterhin. Damals habe ich aber gesagt, dass es auch nichts anderes bei Ford gibt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Ja. Wir haben euch den Kuga gezeigt, wir haben euch den Explorer gezeigt. Es gibt also durchaus jetzt digitale Cockpits bei Ford. Auch der Focus hat das jetzt. Und beim Tourneo ist es aber weiterhin analog. Da haben wir kein digitales Cockpit, wird vielleicht auch noch kommen, aber ich weiß nicht. Könnt ihr mal drunter schreiben, ob euch das wichtig wäre in diesem Segment. Ein kleines digitales Fenster bleibt natürlich. Das haben wir da. Das ist der Bordcomputer. Da können wir uns alle möglichen Sachen anzeigen lassen, was jetzt bei dem natürlich wichtig ist. Reichweite, Batterie, Reichweite insgesamt. Wir können uns natürlich auch noch hier anzeigen lassen, wie viele Kilometer sind wir heute schon gefahren, Hauptkilometer und so weiter. Alles, was halt rund ums Fahren wichtig ist. Dann würde ich sagen, die Kamera schwenken wir nochmal kurz um und dann gehen wir aufs Hauptdisplay. Dann gehen wir hier auf unser Bildschirm ein Infotainment-System, das wir auch von Ford kennen, ist das Sync3-System. Wir sind jetzt im Home-Menü. Da kann man natürlich sich die verschiedenen Kacheln anzeigen lassen. Ja, da haben wir einmal den Medienabteil, Navi in etwas größerer Form und natürlich den Telefonabteil. Drunter sind trotzdem nochmal Kacheln, in die wir dann nochmal speziell gehen können. Ja. Aber mit einem Klick in die jeweilige Kachel könnt ihr natürlich dann auch trotzdem da nochmal schneller hinkommen. Ja. Wir zeigen euch immer zwei prägnante Dinge. Das ist die Navigationskarte. Das ist für euch, denke ich mal, interessant und auch immer die Ambientebeleuchtung. Weil alles andere wiederholt sich ja immer sonst nur. Ambientebeleuchtung fällt jetzt aber in dem speziellen Fall flach. Deswegen einmal die Kartendarstellung. Ja. Der Reiter unten verschwindet auch nach einer Weile. Das kennt ihr, damit man eben möglichst viel von der Karte sieht. Ist eine gute Kartendarstellung, finde ich. Es gibt natürlich Besseres, aber ich finde es ganz gut. Man kann auch zwischen 2D und 3D dann wählen. Dann haben wir weiter unten noch haptische Tasten und auch Drehregelchen, sehr wichtig. Man kann aber auch hier, wie gesagt, auch nochmal den Bildschirm ausschalten oder auch nochmal weiter und zurück gehen. Dann haben wir hier die ganze Klimabedieneinheit. Wir haben auch eine Sitzheizung hier an Bord. Ja. Und das ist in dem Fall eine Einzonen-Klimaanlage. Eine Warnblinker-Taste ist hier auch noch mittig vorhanden. Und dann haben wir natürlich hier auch noch ein paar Tasten hier links. Das ist dann sowas wie Parkassistent, Patronic ausschalten. Und ich kann dann eben in diesen EV-Modis durchschalten, was ich euch erzählt habe. EV automatisch, dass er dasselbe macht, jetzt, später oder eben aufladen. Wir haben hier noch einen USB-Anschluss und auch nochmal einen 12-Volt-Anschluss. Ja. Und dann haben wir hier eben die Cupholder, die wir euch ja vorher schon gezeigt haben. Kann man aber auch schließen, wie ihr seht. Und ansonsten fällt hier eigentlich alles flach. Hier haben wir keine Mittelkonsole. Hier unten haben wir aber nochmal einen großen 230-Volt-Anschluss. Ja. Hoppla, da ist wieder zugegangen. Den haben wir hier natürlich auch noch. Ansonsten fällt hier die Mittelkonsole flach. Da ist also nichts mehr zu erzählen. Wir haben hier aber eine manuelle Handbremse und natürlich keine elektrische. Was mich zur Idee bringt, dass wir jetzt vielleicht
das Platzangebot machen. Der Sitz ist auf der tiefsten Einstellung. Ich bin ca. 1,85 vom Raumgefühl her überhaupt kein Problem. Ja, ich bin ja überhaupt nirgends ja eingeschränkt. Kopffreiheit, wie ihr seht, also die Faust passt bequem noch dazwischen. Es gibt auch meiner Meinung nach kein Schiebedach oder Panoramadach, weshalb sich das auch nicht verringert. Solltet ihr also noch größer sein wie 1,85, 1,90 sollte problemlos drin sein. Solltet ihr größer sein wie 2 Meter, gerne mal Probe sitzen bei eurem Ford-Händler des Vertrauens. Und dann zeigen wir euch den hinteren Abteil und dann kommen wir aber doch wieder hier nach vorne und dann fahren wir den Tourneo Plug-in-Hybrid oder Elektroauto. Da sprechen wir dann im Fazit drüber. Dann herzlich willkommen hier in der hinteren Fahrgastzelle des Tourneo Customs. Hier haben wir noch mal weitere 6. Das heißt, wir haben jetzt hier den 8-Sitzer, maximal 9 wären eben möglich. Wir sitzen auch gleich noch mal rüber, noch ein paar informelle Sachen. Isofix ist natürlich hier auch möglich, immer an den äußeren Sitzen. Dann hat jeder Sitz auch seine eigene Klima, die man sich auch noch mal einstellen kann. Jeder Sitz oder jede Sitzreihe hat dann auch noch mal Lichtchen, die man sich einstellen kann, damit man eben lesen kann oder halt auch nicht. Dann haben wir auch hier einen Sonnenschutz, den sich jeder nochmal, zumindest die, wo am Fenster sitzen, hoch oder runter ziehen können. Wir haben auch hier nochmal eine Klima, ich mache sie mal kurz an, jawohl, die man sich dann auch nochmal einstellen kann. Also hier ist auch relativ viel auch geboten. Wir haben auch auf jeder Seite, ihr seht es jetzt aber auf der hier, nochmal 2 USB-Anschlüsse. Ja, das heißt, auch hier kann dann nochmal jeder laden, zumindest die, wo hier sitzen, die in der Mitte sind ein bisschen aufgeschmissen. Aber da sitzt man halt dann die hin, die kein Handy haben. Oder man wechselt sich halt ab. Man ist ja eine Sozialgesellschaft. Und dann haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit, ein Getränk abzustellen. Jeweils das andere gilt natürlich für die andere Seite auch. Man kann auch den Sitz, also die Lehne, natürlich im Winkel auch noch einstellen. Eine andere Sache, die wir euch hier zeigen, machen wir hier zu. Eben wie gesagt, ich habe hier natürlich auch meinen Sonnenschutz, den ich hoch und runter fahren kann. Und ich kann hier auch das Fenster natürlich aufmachen. Also so aufklappen, ja, richtig runterfahren geht natürlich nicht. Was ich auch noch zeigen kann, ist, dass wir hier noch so einen Henkel haben. Da können wir auch noch mal vielleicht das eine oder andere aufhängen. Was ich euch jetzt noch drüben sagen kann, Lehne verstellen haben wir euch ja schon gezeigt. Aber ich kann das natürlich auch ganz umklappen. Ja, das ist natürlich auch möglich. Was versteckt sich da? Ja, da kann man dann zum Beispiel noch mal 2 Getränke abstellen. Wenn zum Beispiel nur die äußeren belegt sind, kann man hier zum Beispiel sich noch eine Suppe reinfließen lassen, kann die dann auslöffeln. Das Ganze geht hier natürlich auch. Oder man macht halt dann hier den Tee rein und hier dann die Suppe. Und hier kann man dann das Vesperbrot dann auch aufteilen. Also das wird dann hier einfach mal so ein bisschen die Essbank. Ja. Das ist also überhaupt kein Problem. Dafür ist es auch ausgedacht, dass man hier, könnte hier auch noch eine Ess reinmachen für Suppe und hier für Tee. Kleiner Scherz natürlich am Rande, aber ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Ist natürlich praktisch. Das Ganze ist auf der anderen Seite auch nochmal, falls, wie gesagt, nur die äußeren Sitzplätze belegt sind. Und was natürlich auch noch ein Vorteil ist, ich kann mal kurz hier im Kofferraum einfach mal was rausholen. Oder wenn da der Hund ist, dann kann der auch mit Vespern. Dann lege ich ihm hier noch ein paar Sachen hin. Dann kann einfach jeder mitessen. Ist doch praktisch. Jetzt gehen wir wieder nach vorne und fahren den Tourneo Custom als Plug-in-Hybrid. Dann herzlich willkommen zum Fahreindruck. Und da vielleicht noch mal kurz was zum, ja, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert. Wir haben hier eine 92 kW Elektromotor, der von einer Batterie gespeist wird. Ja. Und da haben wir eine elektrische Reichweite von 56 km. Die Batterie aber wiederum, wenn die leer ist, wird dann wieder von dem 1 Liter Benzinmotor vorne aufgeladen. Ja. Ihr versteht, was ich euch auch draußen schon mal sagen will. Das heißt, wir fahren und wie ihr jetzt auch, man hört also nichts, ich bin mal kurz ruhig. Wir fahren immer elektrisch, immer. Das heißt, theoretisch könnte man auch sagen, dass wir eine elektrische Reichweite von 500 Kilometern haben. Denn Ford sagt, ihr schafft mit dem Tourneo Custom Plug-in Hybrid 500 Kilometer insgesamt. Aber das stimmt natürlich so gesehen nicht ganz, denn wir laden mit dem Verbrenner natürlich dann immer wieder die Batterie nach. Rein elektrisch ist es eben dann nur 56 Kilometer im Bestfall. Ja. Also im Winter sowieso nicht und ja, in der Stadt vielleicht auch wieder mehr. Was mir halt jetzt eben wichtig ist, euch auch nochmal näher zu bringen bei dem Modell hier,
ist einfach, ihr müsst euch ganz speziell für den entscheiden, auch geldtechnisch, weil der kostet ja doch noch ein bisschen mehr wie die normalen, wenn das aber auch nur Sinn macht für euch. Ja? Ihr müsst einfach schauen, was für eine Strecke fahre ich täglich, macht das für mich Sinn. Da machen wir auch nochmal ein spezielles Video jetzt drüber, welches Plugin oder welche Elektrifizierung macht für mich Sinn. Das wird auch nochmal ein paar Tagen kommen. Ja, macht es für euch Sinn, überhaupt ein Plug-in-Hybrid zu kaufen? Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich fahre täglich sowieso mehr wie die 56 Kilometer und ich müsste dann immer mit dem Verbrenner fahren, dann muss man sich vielleicht doch fragen, ob nicht vielleicht der herkömmliche Tourneo Custom, ja, mit dem Dieselmotor doch vielleicht die bessere Wahl für euch wäre. Man weiß es ja nicht. Ansonsten fährt er sich wirklich richtig gut. Wir fahren, wie gesagt, immer rein elektrisch und wenn dann diese Kilometer aufgebraucht sind, ich meine, er zeigt mir jetzt hier ein blaue 31 an, das heißt 31 Kilometer schaffe ich jetzt noch rein elektrisch, plus sagt er jetzt eben 498 Kilometer, dann, wenn wir den Verbrenner dann zuschalten. Auch wenn ich jetzt etwas stärker Gas gebe, wenn ich jetzt hier abgebogen bin, kann ich das auch ganz gerne mal durchziehen, schält er den Verbrenner höchstens zum Aufladen gleich wieder mit hinzu. Ja? Aber, wie ihr hört, macht er das jetzt nicht, weil wir eben noch eine relativ volle Batterie haben. Und von dem her können wir nachher mal echt im Fazit drüber sprechen, wie man das Auto einordnen soll. Ich meine, er wird ganz klar als Plug-in-Hybrid dargestellt. Ist es ja im Prinzip auch. Ihr könnt ihn dann eben nochmal mit dem Kabel aufladen. Aber wir werden ja eigentlich nur durch diesen Batterie, wird ja dieser E-Motor gespeist und der E-Motor treibt die Vorderachse an. Das heißt, wir fahren ja immer nur elektrisch. Könnte man ja theoretisch auch sagen, 500 Kilometer rein elektrisch. Aber ihr habt das Prinzip jetzt, denke ich mal, verstanden. So funktioniert eben das Tourneo Custom Plug-in-Hybrid-System. Ist im Prinzip ganz anders wie die normalen Plug-ins. Ja? Und man muss sich da halt eben ganz klar fragen, ob das für mich passt. Ansonsten ist es der Tourneo wie immer beim Fahren, er ist komfortabel für einen Van. Ja. Wir haben überall große Scheiben, wo man rausgucken kann. Das bringt mich zu dem Punkt Rundumsicht. Ja. Wir können also überall gut raussehen, haben keine großen Säulen. Natürlich, die hintere Säule ist etwas breiter. Da versteckt sich ganz gern mal ein Fahrradfahrer dahinter und lächelt freundlich raus. Aber ansonsten sehen wir überall gut raus und wir hätten ja zur Not auch Helferlein wie Kamera und Parktronic. Ja. Von dem her, er fährt sich wirklich ganz normal. Da merkt ihr also nichts. Zusätzlich hätten wir natürlich auch die Möglichkeit zu rekuperieren. Ja, also wenn ich vom Gas gehe und ich bin hier in dem L, dann ich fahre jetzt gerade 40, dann bremst er sofort runter. Ja, wir sind jetzt schon bei 30 und dann bei 20. Also ganz stehen bleibt er nie. Er hört dann irgendwie bei 3-4 km/h auf. Also dieses One-Pedal-Driving geht nicht. Aber wir können natürlich dadurch wieder Energie zurückgewinnen. Ja. Sehr interessantes System. Man muss sich natürlich fragen, ob das zu einem passt. Wir werden jetzt auch noch mal ein Fazit darüber sprechen, auch noch mal über die Vorteile und Nachteile von dem Fahrzeug hier. Und ja, ich denke, das war's vom Fahreindruck. Ich meine, er bietet ansonsten ja alles, was der normale auch bietet. Eine Sache sage ich, spreche ich auch immer bei einem normalen Video an, das Licht. Wir haben jetzt hier Bixenon und da wäre natürlich wünschenswert beim nächsten Modell, dass wir dann da auch LED haben. Ich meine, das beste LED-Licht von Ford, das funktioniert ja auch super beim Focus zum Beispiel. Mit Dauerfernlicht bin ich absolut ein Fan von. Das sollte hier dann ja auch mal Einzug erhalten. Ansonsten ja, war es das, glaube ich, hier vom Fahreindruck. Wenn ihr noch speziell Fragen habt, wie gesagt, die 0 auf 100 Daten, wenn ihr da noch den Wert wissen wollt oder halt eben auch die Anhängelast, schreibt es gerne mal drunter als Erinnerung nochmal und sobald wir dann diese Daten dann irgendwo herbekommen, können wir die dann eben euch dann mitteilen. Und ansonsten geht es jetzt zum Fazit, ja, vom Tourneo Custom Plug-in Hybrid und dann würde ich sagen, gebe ich hier nochmal kurz elektrisch Gas, damit wir umso schneller ins Fazit kommen. Ja, was ist also meine finale Meinung über den Tourneo Custom Plug-in Hybrid? Erstmal müsst man diskutieren, wäre es schön, wenn ihr da mitreden könntet, dass wir da mal live drüber sprechen, ob man den als Plug-in Hybrid oder als Elektroauto sehen kann. Aber eigentlich ist es ja schon ein Plug-in Hybrid. Man kann ihn mit dem Kabel aufladen und wir haben trotzdem noch einen Verbrenner. Deswegen ist es kein einfaches E-Auto. Punkt. Habe ich jetzt so entschieden. Es spricht einiges für ihn. Auch interessantes Konzept so, ja, dass der Motor eigentlich nur da ist zum Laden.
Also der Verbrennermotor wird dann immer rein elektrisch fahren. Ist gerade für die Stadt halt cool. Dann können wir da immer elektrisch durchfahren, stören niemanden vom Lärm halt. Ja, so wird es ja immer prognostiziert. Ja, ansonsten haben wir den ganz normalen Tourneo Custom mit ganz viel Platz, ja, überall und mit fast allen aktuellen Assistenzsystemen. Licht ist natürlich noch so ein Punkt. Von dem her passt das natürlich schon. Gibt es Kritikpunkte? Naja, die Rückfahrkamera, wisst ihr, dass ich das nicht immer so cool finde. Dann eben das LED-Licht müsste dann irgendwann mal noch Einzug erhalten. Und dann halt, es ist halt einfach ein Kritikpunkt, würde ich sagen, in dem Fall. Dieser horrende Preis. Also wir haben einen Einstiegspreis von 41.000 beim normalen Tourneo Custom. Ja. Und 70.000, also knapp 30.000 mehr für einen Plug-in-Hybrid. Ja. Das ist natürlich schon echt eine Stange Geld, wo man sich gut überlegen muss, ob ich das mache oder mache ich das nicht. Es kommt halt echt auf euer Fahrprofil an. Es macht wirklich nur Sinn. Ich würde euch das Fahrzeug wirklich nur empfehlen, wenn ihr wirklich auch aufladet, das Fahrzeug, und nicht nur mit dem Verbrenner dann das Ding aufladet. Sonst macht das Ganze, glaube ich, nicht so viel Sinn. Dann nimmt er lieber wieder den herkömmlichen Diesel. Schreibt es mal drunter, ob ihr das auch zu viel Geld findet oder nicht. Ich persönlich würde wahrscheinlich dann noch ein bisschen drauflegen und mir dann einfach den Explorer holen. Der hat dann ein bisschen mehr Fahrspaß auch, hat auch sehr viele Sitzplätze und ist auch ein Plug-in-Hybrid. Ja. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Praktischer ist der natürlich trotzdem noch ein bisschen. Das war's von unserem Video von dem Tourneo Custom Plug-in-Hybrid. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo da lassen, dann können wir weiter wachsen, euch mehr zeigen. Die Glocke drücken, damit ihr nicht mehr verpasst, wenn wir was Neues hochladen. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes, wie euch auch einen schönen Tag zu wünschen, wie wir. Wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen hinsetzen. Und dann bis zum nächsten Mal.